Samu, ein hübscher Wallach, der beim Angaloppieren bockt und steigt. Ariane Telgen ist seine letzte Hoffnung. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Na komm, lass mich mal einmal auch auf der Seite gucken. Kann ich da auch einmal reingucken? Ja? Und auch beim Sattel auflegen musst du dir keinen Sorgen machen. Ne? Nein, musst du nicht. Oh, ist alles gut, ist alles gut. Schau mal, guck wohl. Lass mich mal hier gucken. So, hier sieht man auch ganz klar den Einbiss. Das ist wirklich, hier kommen die Ecken runter, da. Hier ist eine richtige Welle reingemahlen und das letzte Stück funktioniert nicht. Da ist einfach kein Abrieb, kein Gegenrieb. Und das ist wirklich nicht schön, vor allen Dingen, wenn ein Pferd wirklich jährlich gemacht wird. Diese Einbisse, die kommen, so habe ich es gelernt, ab dem 7. Jahr, also einmal mit 7 und ich glaube einmal mit 8 oder sowas. Er ist 10, ist alles gut. Ist beim Zahnarzt jährlich und wenn es dann nicht gemacht wird, also von der Spanne 7 bis 10-jährig, dann hat jetzt also ja 3 Jahre lang ein Dentist die Schneidezähne nicht mitgemacht, weil sonst wären sie nicht so. Und das ist so ähnlich wie, als wenn ein Hufschmied nur 3 Eisen aufnagelt und eins halt nicht macht. Und das ist richtig schlimm, vor allen Dingen, wenn es solche Probleme gibt, so ein Ernährungszustand da ist, so ein Fellzustand da ist, man die Rittigkeit mal beachtet, wieder eine Besitzerin, die alles probiert und es ist doch traurig, es ist einfach nur traurig. Ja, das muss ein totenehrliches, braves Pferd sein, ganz, 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 ganz toll und ich denke, da werden wir Abhilfe schaffen können. Darf ich einmal deinen Sattel drauflegen? Ich gurte auch nicht, okay? Ich gurte nicht, okay? Ja, können wir das machen? Ja? Ja, ne? Ja. Ja, du Schlumpf. So schön. Tja, ich habe ja echt gedacht, das ist hier wirklich ein ungehorsames Monster, wollte ich gerade sagen. Ist ja gar nicht. Ist einfach nur schmerzgeplagt. Fein. Und man merkt richtig Zuckungen wirklich, wenn die Muskulatur nachlässt. Ich mag den Sattel eigentlich noch nicht mal zum Anpassen drauflegen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mache, weil das geht nicht. So ein braves Pferd. Ich habe gerade wirklich die Satteldecke abgebaut. Er steht hier auf der Stallgasse, er ist nicht rausgestürmt, er hat sonst auch nichts gemacht. Wirklich, wirklich toll. Ja, ein ganz feiner, gefällt mir vom Gebäude her gut, von der Größe her gut, hat ein schönes Auge. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig tolles Pferd, wenn man den wirklich so ein paar Eckdaten an, ja, ne, an Schmerz wegnimmt. Und ich glaube, dann ist es toll. Vielleicht sage ich das gar nicht und behalte ihn hier oder so, weil, ja, schöne Bewegung, ne? Du passt auch sehr gut zu mir, glaube ich, ne? Ja, das ist einer von den alten Modellen. Die alten Modelle finde ich persönlich besser, weil die noch viel Schwung haben. Die sind hochgekammert zumindest von Passier, die Sättel. Dieses Modell muss aber sehr, sehr alt sein. So alt meine ich denn auch wieder nicht, weil wenn ich mir jetzt den Wirbelkanal anschaue, einmal von hinten,
und einmal von unten, dann ist das wirklich so schmal, dass da kein Dornfortsatz zwischenpasst. Eine Längsbiegung, glaube ich, auch nicht mehr stattfinden kann. Und der ist so hart gepolstert, wirklich so hart. Da kann ich hier gar nichts eindrücken. Ja, ich weiß. Da kann ich hier gar nichts eindrücken. Und das ist halt letztendlich ein Sattel, den ich eigentlich noch nicht mal zur Anpassung drauflegen will. Sagst du auch nein? weil der kann nicht passen. Ich reite nicht und ich gurte nicht, okay? Okay, und ich lege ihn ganz, 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 ganz vorsichtig drauf. Ganz vorsichtig. Okay? Ganz vorsichtig. Darf ich? Ja, ganz, ganz vorsichtig. Brauchst du dir keine Sorgen machen, okay? So ganz sorgenfrei sieht Samu jetzt aber nicht aus. Ganz vorsichtig. Oh. Ja, 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 ja. Oh, voilà. Auch hier vorne fühlt sich das gar nicht verkehrt an. Hier ist kein großer Druck. Hier ist ordentliche Arbeitsweite. Also vom Grundsatz her, vom Sattelbaum und von dem Ganzen, finde ich diese Sättel toll. Ob man eventuell wirklich die Polsterung zum einen ja komplett neu machen kann, dass sie weich ist und anschmiegsam, aber ob man an so einen Baum auch einfach einen breiteren Wirbelkanal kriegen kann. Weil vom Grundsatz her, der Sattel liegt in der waagerechten, er hat keine Brücke, er ist definitiv nicht zu lang. Er geht hier hinten schnell weg, hier ist nichts. Er ist halt einfach nur viel zu schmal, das wird man sehen, wenn man von hinten guckt. Die Problematik ist natürlich, dass der Samu extrem schief ist, also gar nicht schief durch die natürliche Schiefe, sondern wirklich sein Becken ist ganz schief. Es ist eine Seite viel, viel tiefer als die andere und er galoppiert ja auf der rechten Seite immer im Außengalopp an, also er galoppiert immer links an, weil was anderes geht auch gar nicht, weil halt einfach A, die Wirbelsäule keinen Platz hat und zum anderen kann natürlich auch die sowieso schon tiefstehende Hüfte oder das tiefstehende Becken sich gar nicht richtig aufrichten, um den Schub wirklich in die Wirbelsäule weiterzugeben. Im Brustkorbbereich möchte er ganz zart mir zeigen, dass er schnappen will. Da brauche ich gar nicht viel für machen. Das hat er eben auch wieder gemacht, dass er dann rumkommt, so wie jetzt auch wieder. Und dann zeigt er mir, das mach mal bitte nicht, da möchte ich gerne hinschnappen. Finde ich ganz toll, er bleibt da stehen. So. Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen, dass der passt. Der ist ganz schmal, man sieht es schon. Nicht nur in der Kammer, sondern auch in der Ortsweite ist nicht viel Flexibilität drin. Oh, hier ist gar keine Polsterung, also ziemlich, ziemlich wenig. Kommt, weil er da halt mehr liegt. Das werden wir sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Sattel genutzt wird. Ich meine, dass sie gesagt hat, am meisten reitet sie mit dem Vielseitigkeitssattel. Aber ich lege ihn halt trotzdem drauf. So, hier vorne auf der Seite gibt es jetzt keinen Druck an der Schulter. Druck gibt es jetzt hier unten hin. Hier ist eine lange Gerade eingebaut. Hier ungefähr haben wir dann ein dickes Polsterloch, wo eine kleine Brücke entsteht. Ja, der Samu, der hat schon lange diesen Beckenschiefstand. Das heißt also, da werden wir auf jeden Fall oder muss man natürlich was unternehmen, weil das Sattel draufliegen und auch für den Reiter, wenn man immer in so einer schiefen Position sitzt, ist das natürlich schwierig. Alles gut, alles gut, alles gut. Hm? So, Süßer, bringe ich dich erstmal wieder rein, okay? Ja, komm her. Komm her, komm, ganz schön fressen. Komm, mein Großer, komm. Kommst du mit? Ja? Na komm. Komm, Samu, komm. Ja, komm her. Du darfst gleich auch wieder raus, ne? Hast du gut gemacht.
Ja, und wenn man sich das jetzt anguckt, ich bin gespannt, ob der Bauch morgen noch dünner aussieht. Ja, ich möchte mir gern den Samu holen. Mein Verdacht, dass der Magen nicht ganz in Ordnung ist, der bestätigt sich so zunehmend, weil er frisst sehr wenig Heu, er frisst sehr wenig Kraftfutter, nur ganz langsam. Und was ich halt auch sehr gut sehe jetzt über Nacht, ist, dass er sehr wenig trinkt. Und das ist so ein bisschen so das, was gestern beim Check schon rauskam. Das heißt, er war ja sehr empfindlich in der Nierengegend. Er war grundsätzlich auch empfindlich in der Milz-Leber-Magen-Gegend. Und da bin ich mal gespannt. Die Rabea kommt nachher. Ich habe mir schon meinen Spickzettel gemacht, was ich hier alles sage an Symptomen, die jetzt schon mal da sind. Und natürlich die langen Schneidezähne, die Einbisse. Und sie hat ja die Möglichkeit, einfach auch weiter nach hinten zu kommen. In der Maulhöhle. Ja, und ich möchte ihn ganz gerne jetzt mal ohne Trense, ohne Sattel im Raumpen sich bewegen lassen, schauen, ob er in der freien Bewegung rechts angaloppieren kann, ob ich das ein bisschen provozieren kann, dieses rechts angaloppieren, weil dann kann man so ein ganz bisschen sehen, ist es der Sattel, ist es die Gurtung, die Druck macht, ist es das Gebiss, was natürlich das Genick schief stellt. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was passiert. Er mag nicht gern allein sein, ob er mir in diese Richtung gut folgt. Und noch spannender ist es, was macht das Füchslein da draußen? Das ist auch nochmal so eine Sache. Jetzt hole ich ihn erstmal. Das war gestern ein kleines Problem. Er wollte nicht. Und ich hoffe, er hat gestern schon erfahren, dass ich nicht ganz so böse bin. Das Rausbringen gestern war schwierig. Der Fuchs war schon draußen, der Luca. Er war hier alleine, diese eine Minute in der Box. Und da war schon gar kein Rankommen mehr. Der hat gescharrt, wollte hier über die Wand, hat mich gar nicht wahrgenommen. Und da musste ich auch einmal ein bisschen massiv wehren, damit ich da das Halfter drauf machen kann. Und das sind so Sachen, das ist natürlich Training. Aber das kann die Besitzerin, das habe ich gesehen. Die ist ganz souverän, ganz sicher im Umgang. Und sie hat immer irgendwie davon gesprochen, zu 80% ist das ihr Pferd, kommt sie top mit ihm klar. Aber diese 20%, die sind doch recht nervig und hindern sie auch ein bisschen an den Dingen, die sie gerne möchte. Aber ich glaube, diese 20%, die können wir vielleicht durch Magen behandeln, Zähne machen, Sattel ändern. Glaube ich, kriegen wir sogar mehr als 20%, die wir auf die bestehenden 80 positiv draufpacken können. Und ich glaube, dann hat sie das Pferd, was sie haben will. Da Samu dann auf weit über 100% kommt, kann er sich ja dann auch mal ein paar Schnitzer erlauben, die ihn eventuell wieder ein paar Abzüge bringen. Passen tut er dann immer noch. Schauen wir mal, wie es in der freien Bewegung ist. Jetzt müssen wir erstmal da hinkommen. So, Süßer. Schau mal, komm her. Wie sieht es denn mit deinem Kraftfutter aus? Hast du das heute Morgen alles aufgemümmelt? Oh, fast alle. Das ist ja toll. Das sieht ja schon ganz anders aus, ne? Jetzt bist du ja aber auch nicht allein, ne? Das Problem kriegen wir dann wahrscheinlich gleich erst, ne? Ei, was bist du fein. Und soll ich dir was sagen? Wer hier so fein ist? Du weißt aber langsam nehmen, ne? Sonst gibt es einen auf dem Rüssel. Langsam nehmen, ne? Ach, toll. Klasse. Das sah gestern auch noch ganz anders aus. Da hat er mir die halbe Hand abgebissen beim Leckerli nehmen. Das mit dem Rüssel hat er sich schon gemerkt. Schauen wir mal, wie es mit dem Hofgang aussieht. Und halt. So ist schön. Klasse. Super. Nee. So ist schön. Komm. So, ich möchte ihn ganz in Ruhe die Decke abnehmen, ohne aufzupassen, dass er mir hier auf die Füße tritt, dass er losläuft. Kommando halt, er soll einfach stehen. Halt. So ist schön. So, und man merkt schon, da muss man wirklich auf kleine Sachen reagiert er nicht. Ist normal, dass die Pferde da rein. Und halt, so ist fein. Klasse. Nein. Halt. Halt. So ist schön. Nein. Halt. So ist fein.
So, das ist das, was die Besitzerin sagt, wenn er sich aufpulvert. Zurück, zurück und halt. So, das ist das, was beim Reiten auch passiert. Er pulvert sich auf, dann kann sie aufhören. Nein, weil dann... Nein, mitkommen. So. Nein und halt. Nein, halt. Halt. So schön. Klasse. Ja. Samu hat es vorgezogen, nicht bei Fuß stehen zu bleiben. Also kann er sich jetzt an Ort und Stelle bewegen. Nur weg vom Ort des Geschehens kommt er nicht. Den meisten Pferden wird das schnell zu unbequem und stellen sich dann doch lieber wieder hin. Sich mit diesen sensiblen Tieren schlagenderweise anzulegen, wie man es leider häufig beobachten kann, bringt in der Regel nichts. Wenn ein 700 Kilo schweres Pferd sich davon dann nicht einschüchtern lässt, zieht der Mensch sowieso den Kürzeren, zumindest im Moment. Was solche Pferde dann nicht selten dauerhaft erleiden müssen, kann man ja an Falco nachvollziehen. Ja. Weiter. So ist schön. So, und ich probiere gleich zwischenzeitlich einmal aus, ob er sich neben mich stellen mag, entspannen mag. Oh. Fein, klasse. Halt. Dann schauen wir mal, ob das auch funktioniert, wenn die Ablenkung noch größer wird. Ja, so ist schön. Klasse, prima machst du das. Große Klasse. Komm her. Ach, ja. Ja, ich werde es jetzt einfach so machen, dass sobald der Samu quasi ungeduldig wird, sich hier nicht mit mir wirklich entspannt arrangiert, so will ich es mal nennen, dann wird er einfach wie eben an Ort und Stelle Kreise laufen. Ich werde zusehen, dass ich ihn im Gang behalte. Er möchte dann einfach zwischendurch stehen bleiben. Kippt auch, sage ich mal, so wie so ein Motorrad in meine Richtung. Dann muss ich ihn hier massiv raustreiben. Hat man eben auch gesehen. Komisch ist nur, jetzt geht es. Wir gucken mal, für wie lange, wenn der Luca vielleicht wieder wiehert, wenn irgendwas anderes ist. Ob er sich da im Zaum halten kann. Hast du gut gemacht. Okay, ich finde es ganz lieb. Er hat das wirklich gehorsam gemacht. Das kenne ich ganz anders von vielen Pferden. Also vom Grundsatz her, glaube ich, ist er wirklich überhaupt gar nicht böse oder ein Arbeitsverweigerer. Besser ist, du ziehst da dran nicht. Okay, so. Hoppala. Siehst du wohl. Klasse. Prima. Toll, toll, toll. Ja, vielleicht einfach auch nicht hören wollen. Und dann muss man wirklich den Weg gehen, den sie kennen, dass man einmal sie wachrüttelt und sagt, hallo, hier bin ich. So wie eben auch. Dann nehmen sie einen wahr. Und dann funktioniert es meistens. Und wenn ich an das Putzen von gestern denke, das kann natürlich auch situationsbezogen sein. Dieses schnelle, harte mit dieser wirklich auf diesem dünnen Fell harten Metallbürste. Das hat man gesehen, das war ihm ganz unangenehm. Das kann ich mir auch vorstellen. Fein. Ja, Decke ist ab. Man sieht, er hat auch tüchtig an Gewicht verloren. Es ist eine Nacht vergangen. Das heißt also, dass auch er viel Luft oder viel Gase im Darm hatte. Die tun natürlich weh. Kein Stroh, keine Pellets, keine Heulage. Er war über Nacht draußen, konnte sich bewegen. Das hat er zu Hause aber auch, weil er im Offenstall steht. Also muss man schauen, was gast ihn zu Hause auf, was hier wiederum anders ist. Und halt, sehr schön. Ja, das ist die Bürste, womit er gestern gebürstet wurde. Die kenne ich auch. Die benutze ich bei dickem Winterfell, um das einfach rauszuholen. Aber wenn das Fell so dünn ist und er sowieso so empfindlich ist, würde ich halt der Besitzerin empfehlen, diese nicht zu nehmen. So, ich nehme jetzt einfach mal eine andere Bürste, mache ganz lange
weiche Striche, gucke, ob er das ein bisschen mehr genießt oder halt nur duldet. Fein, gut so. Fein, fein, fein. Steht hier alleine. Gut machst du das. Toll. Und ich habe ja gestern die Besitzerin gefragt, ob er das Putzen eher genießt oder eher duldet. Und sie sagt, er duldet es eher, als dass er es genießt. So, und das ist für mich jetzt schon der nächste. Das ist für mich jetzt der nächste Baustein. Und was mir jetzt erstmal auffällt, ist, dass diese Region hier oben, wo er gestern so empfindlich war, weil die bretthart war, hier in der Nierengegend, die ist jetzt wirklich weich. Da kann ich richtig Gewebe reindrücken, ohne viel Druck, und er zeigt auch keine Reaktion mehr. Ach, toll, ne? Ja. So, ich glaube einfach, der Samu, der braucht so ein entspanntes, aber konsequentes Verhalten. Toll. Ja, da sind die Gänse, ne? Ja, gut machst du das. Ja, falls er jetzt wirklich rechts angaloppieren sollte, was ich jetzt mal erstmal nicht vermuten würde, aber falls es so sein sollte, sind es auch wieder die Gase gewesen, die einfach die Hinterhand nicht anspringen lassen. In Kombination mit Trense, zu lange Schneidezähne, unpassender Sattel, wird das denn natürlich eine Sache, die ist kaum möglich. Ne? Süßer, wollen wir mal gucken gehen? Na komm, das machst du sehr, 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 sehr toll. Bin stolz auf dich. Finde ich gut, dass wir das so regeln können. Nun geht es für Samu zum Bewegungstest. Ohne Sattel, Zäumung oder Reiter. Benehmen muss er sich beim Führen natürlich genauso wie beim Stehen. Ansonsten könnten auch die paar Meter zum Raunpennen für ihn ganz schön lange werden. Und das mache ich auch mit Pferden, die nicht vom Hof gehen wollen. Die arbeiten halt einfach an Ort und Stelle. Das stimmt. Happy kann dann ein Lied von Vieren. So, komm her. Komm mal mit rein. So. Na, was ist los? Na? Ja, bist ein Feiner. Das machst du gut. Na los. Ja, geh mal. So. Prima, mach mal erstmal Schritt. Ah ja, gut, okay. Ja, kannst ruhig traben. Fein. So, was ich ganz interessant finde, das kann ich jetzt von der Mitte aus nicht sehen, aber ich finde es sehr interessant, dass er von der Seite, jetzt von der linken Seite, dass man gar nicht deutlich seine Schiefstellung sieht. Und ich werde gleich auch mal gucken, ob die noch so extrem ist, jetzt wo er so eingefallen ist. Ei, fein gemacht! Super! Klasse! So, rechte Hand mag er nicht so gerne, zumindest nicht an der Longe und am Sattel, da dreht er sich um. Man sieht auch jetzt schon, dass er da über der Paneele hängt und gar nicht wie eben abkaut. Hopp, hopp. Wir schauen mal, wie es hier ist. Hopp, hopp. So, so, was hier auf der rechten Hand auffällt, ist eben gerade auf der linken, ist sehr schön außen in eine Runde, in einem sauberen Kreis sozusagen gelaufen. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass er nicht abkürzt, dass er außen bleibt. Heißt also, er zieht sich so ein bisschen hier über die innere Schulter nach innen. Er mag sich nicht längs biegen. So ist gut. Und Galopp. Hopp, hopp, hopp. Jetzt weiß er gerade gar nicht, was er machen soll. Ich wühle hier in meiner Tasche. Pferde sind ja normalerweise vom Grundsatz her sehr neugierig. Manche Pferde haben aber auch
Skepsis zu kommen, wenn sie es nicht lernen. Die lade ich dann ganz gerne mal ein. Und manche Pferde finden einfach saftiges Gras interessanter als am Boden hockende Trainer. Samu gehört schon mal dazu. Du einen Schritt, ich einen Schritt? Ja? Das ist schön, klasse. So ganz uninteressiert ist er aber jetzt doch nicht. Scheint wieder das alte Spiel zu sein. Wer zuerst kommt, hat verloren. Schön. So, er entscheidet sich dazu zu gehen. Das werde ich ein paar Mal ausprobieren. Klasse, super, kauen, schlecken, toll, prima machst du das. So, und Galopp, und Galopp, komm, hopp, gar feiner, prima, super, ja fein, prima, prima, super. Nochmal. Und ja, ja, toll. Jawohl, jawohl, jawohl. Super gemacht. Rechtsgalopp ist durchaus möglich. Ohne Gebiss, ohne Sattel, mit dünnem Bauch. Ich werde ihn mir gleich wirklich nochmal von hinten angucken. Das kann ich wunderbar machen, wenn er sich gleich hier irgendwo hinstellt. Ja, es bestätigt mich einfach, dass etwas im Magen ist, dass das Gebiss oder die Zäumung ihn halt einfach daran behindert, der Sattel ihn daran behindert. Und im Freilaufen geht es und er ist ganz entspannt, er ist gar nicht guckig. Er arbeitet gut mit. Und das finde ich klasse. Ein ganz feines Pferd, glaube ich, was so ein bisschen sichere Grenzen braucht, aber auch Ruhe, Streicheleinheiten. Guck mal, müssen wir Decke wieder drauf machen, ne? Musst du wieder brav sein. So, klasse, halt. Super gemacht, prima, prima, prima. So, ich möchte das, nee, komm, zurück. Und halt, ja, wirst du hektisch, läufst du wieder. Haben wir keine Probleme mit, ne? Nein, artig sein. Oh, das war meiner. Zurück, zurück. Und halt, so ist schön. Klasse. Schwupp, guck mal. Prima. Muss ich noch einmal schauen. Ja, meine Vermutung war so ein bisschen richtig. Von der Schiefe ist gar nicht mehr so viel zu sehen. Das ist jetzt wirklich nur noch das Becken und es ist ganz, ganz leicht. Und man sieht halt, dass das eine Becken länger ist, also die eine Kruppe länger abfällt, die andere runder. Aber das war gestern ein richtig krasser Höhenunterschied. Also der muss ordentlich den Blinddarm aufgegast haben. So ein Blinddarm hat ein sehr, sehr hohes Fassungsvermögen und dehnt sich natürlich erstmal in den Bauchraum aus und bringt alles unter Druck und Stress. Und wenn man das nach außen hin denn schon optisch sieht, dann mag ich mir gar nicht vorstellen, was für Schmerzen der arme Kerl hier hatte, weil es ist richtig toll. Es ist fast von der Höhe her gerade. Er ist viel entspannter. Es war jetzt einmal die Diskussion, du bleibst hier stehen und läufst nicht einfach rum. Aber auch das war wirklich im Rahmen. Das kennen wir schon viel, viel schlimmer. Und ich glaube, damit haben wir schon mal noch einen Punkt abgehakt, will ich mal so sagen. Jetzt noch Zähne, Magen, Sattel. Und dann, glaube ich, hat er ein schönes Leben und die Besitzerin auch. Die Online-Beratung, ne? Also der Tinker, der ist wohl ganz fit. Ja. Dieses Magenpferd, was nicht gefüttert war, dem geht's deutlich besser. Ja. Also es geht so besser, von ja. Total scheiße. Dann haben wir noch einen, der sich juckt. Da sind ja. wir noch dran. Und bei dem anderen warte ich noch aufs Blutbild.
Es ist ja immer ganz selten, aber in wichtigen Fällen rufe ich wirklich Rabea an, die versucht es irgendwie einzurichten, hier vorbeizukommen. Diesmal ist es wegen Samu. Ja. Samu ist ein großer Rappe, der kam gestern halbwegs gut genährt hier an. Mhm. Ich habe nicht vermutet, dass er irgendwie aufgegast ist. Ja. Heute ist es wirklich nur noch ein Klappergestell. Okay. Es ist wirklich ganz, ganz dünn. Er hat ganz viel Farbverlust. Mhm. Einbisse, das konnte ich schon feststellen. Er frisst. Ist der jetzt 7 oder ist der jetzt 14? Der ist 10. Okay. Er frisst ganz wenig Heu. Ja. Kraftfutter frisst er aber auch über Stunden verteilt. Mhm. Zu Hause kriegt er immer so einen Eimer umgehängt. Okay. Finde ich persönlich ungünstig. Ach, schwierig, weil er kann nicht trinken zwischendurch, ne? Genau. Ja. Nur man steckt immer drin. Sein Genick will er einen auch nicht wirklich anfassen lassen. Aber wenn da immer so ein Eimer dran hängt, kann ich mir steht das er denn mit mehreren vorstellen. Zusammen, dass er dann den der Eimer braucht? Der steht im Offenstall, genau. Und ein Pferd ist wohl recht rund und soll nichts wegfressen. Und deswegen hat er halt diesen Eimer um. Und das rausnehmen dauert kann man nicht zum... Okay. Ich werde es so kommunizieren, weil ich persönlich finde das sowieso ungünstig mit so einem Eimer, gerade am Genick. Er frisst aber ganz wenig, er trinkt ganz wenig, frisst auch nicht viel Heu. Das ist von gestern immer noch drin und es ist gerade mal halb leer. Von gestern Mittag. Ja. Den anderen habe ich schon dreimal aufgefüllt. Okay. Rechte Hand geht er ganz, ganz schlecht. Ja. Rechts unterm Sattel und alles kann er gar nicht angaloppieren. Ja. Gurtzwang hat er ja auch mal. Also ich Und hier bei dir ist er jetzt, weil? Er ist bei mir, weil er ab und zu mal durchdreht, also nicht berechenbar ist, wirklich kopflos wird und abgeht. Gar nicht rechts galoppieren kann. Jetzt, wo er so dünn ist, kann ich ihn im Roundpen ohne Trense, ohne Sattel rechtsrum angaloppieren. Das ist durchaus machbar. Der gestern aber nicht mehr. Der hatte gestern einen Höhenunterschied in einer Gruppe von fast 10 cm. Das war richtig krass. Ja. Jetzt, wo er dünn ist, fast gar nichts mehr. Okay, also dann ist ja auch die Frage, ob der Blinddarm richtig funktioniert. Ne? Ja. Ja. Ne, und das ist das, wo ich sage, wenn die Schneidezähne jetzt das Problem sind, er frisst nicht, rechte Hand ist schlimm, war mein erster Verdacht. Genau. Können wir gucken mal. Samu zeigt sich von seiner besten Seite. Davon ist sogar die Tierärztin beeindruckt. Krass. Das ist krass. Wahnsinn. Der wirft sich gegen die Wand. Aber das wäre ja so ein Pferd auch für Kleiewasser, ne? Also es funktioniert wirklich, wirklich gut. Ne? 700 Gramm Kleie so in 10 Liter Wasserbottich schön einrühren. Und ich habe dir... Hey, was hast du denn? Spinnst du? Hatte jetzt schon ein paar Besitzer, die mir ganz liebevoll geschickt haben, dass sie fast einen ganzen Liter, ganzen Bottich Wasser trinken. Der ist aber auch schon, das muss man sagen. Hört ihr das? Ja, es geht. Es geht nicht so gut, ne? Nein. Ich glaube, es ist auch schon länger her, dass er zahnbehandelt ist, ne? Also und man fühlt schon, dass er so ein Mini-Überbiss im Backen Zahn bis zum Backenzahn hat. Das heißt, der erste steht etwas über. Dann kommt das natürlich schnell, so ein Häkchen. Ne? Ja. Aber der sollte mal nachbehandelt werden, weil so kann er ganz schlecht seinen Unterkiefer verschieben, ne? Mit den Häkchen. Und das ist doch voll brav. Total, der hat nur absolute Schmerzen. Und ich glaube, wenn dem Pferd ein wenig Führung. Und wenn der geritten wird, dann denn die Beizäumung, wenn er sich aufregt, dann musst du noch mehr anpacken. Ja. Dann der enge Wirbelkanal da oben drauf. Und was natürlich auch nicht, kannst du den Unterkiefer vorschieben. Wenn du dann Beizäumung drauf hast, dann hängt er ja auch. Ne? Weil wenn wir den Mund zumachen und den Kopf runternehmen, geht unser Unterkiefer vor. Und das kann er nicht, weil er hakt direkt am ersten Zahn fest. Ne? Ja. Das ist ganz schwierig. Und dann sind die so falsch. Ja. Also die müssen falsch abknicken und in der Schulter halt. Kommen die nicht rum, ne? Also wenn ich mich richtig entsinne, hat sie gesagt, der ist jährlich beim Zahnarzt. Und der brennt wie die Hölle? Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Das ist doch super. Ja. Ja, wir haben immer das Problem, ganz ehrlich, dass ich jemanden nach Hause schicke, der hier war. Dann weiß der, was weiß ich, Fütterung. Dann weiß der Mensch, ich brauche einen Zahnarzt, der die Schneidezähne mitmacht. Sie kriegen aber keinen. Sie kriegen keinen. Ja, das ich weiß, das ist schwierig.
Habt ihr in der Schweiz auch welche? Die Schweizer machen wir tatsächlich immer. Achtung, ja. Schleichwerbung. Und ja. Da fährt immer irgendeiner von uns hin und macht diese Pferde, weil die auch weil nicht... Ich habe viele Online-Beratungen, ja. Jetzt auch eine, wo die Schneidezähne zu lang sind. Die ja. Hat 6 Tierärzte jetzt gehabt, die angeblich Schneidezähne machen. Und die haben aber gesagt, die ist schon 18, da ist es normal, dass die Schneidezähne Nein, so lang sind. Nein, das ist ja nicht richtig. Und sie sagt, sie... Ja, ich weiß, ich weiß, dass das schwierig ist. Samu wurde direkt nach dem Besuch von Rabea von seiner Besitzerin wieder abgeholt. Und weil der Kameramann beim Haferkekse-Essen vergessen hat, einen Film in die Kamera einzulegen, können wir das Wiedersehen diesmal nicht zeigen. Die Pferdewirtin war aber sehr dankbar über das, was Ariane ihr alles mit auf den Weg gegeben hat. Samu hat nachfolgend eine Magentherapie erhalten, seine Zähne wurden korrigiert und auch das Sattelthema wurde in den Fokus gestellt. Die fehlenden 20% gehören nun der Vergangenheit an und die beiden können Dinge bewältigen, die sie vor dem Besuch auf Hof Eicheneck niemals für möglich gehalten hätten. Guten Morgen, liebe Ariane und liebes Tief vom Hof Eicheneck. Ich bin heute das erste Mal den Samu wieder geritten. Ich war auf dem Reitplatz hier vom Reitverein. Das Pferd war echt entspannt. Beim Aufsteigen so ein bisschen die ersten 50 Meter den Rücken weggedrückt, ein bisschen angespannt. Aber dann hat er am langen Zügel im Schritt abgeschnaubt. Und was soll ich sagen, der ist mir sogar zweimal im Rechtsgalopp angaloppiert und ich habe es nur dreimal probiert. Also... Super, perfekt, wenn es das echt gewesen sein sollte, Ariane, ich weiß überhaupt nicht, wie ich dir danken soll, das ist der Burner. Und kurze Zeit später erreichten uns auch noch diese Bilder. Die beiden konnten spontan an einem Wanderritt teilnehmen und diejenigen, die Samu kannten, mussten dreimal hinschauen, ob er nicht eventuell ausgetauscht wurde. Auch seine Antipathie gegenüber Wasser ist nun gar kein Problem mehr. Wir wünschen den beiden, dass sie noch viele weitere Abenteuer zusammen erleben können und natürlich alles nur erdenklich Gute. Euer Hof Eicheneck Team.